konnte eine 75. Gut, dass es gerade bergab geht, ne? Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Hängen wir uns an den Vortisen. Oder auch nicht, ne? Kann sein, dass der 2-3 PS mehr hat als wir. Und vielleicht 2-3 Tonnen leichter ist, ne? 100 Meilen noch, 3 Stunden nicht mal mehr. Schauen wir, wie lange das wir noch Zeit haben. Ah, 4 Stunden bis wir schlafen müssen. Das heißt, wir werden abgeben und dann schlafen gehen. Und dann in der nächsten Folge schauen, wo wir als nächstes hinfahren. Einkommen 2373 vom Basolia, oder wie der heißt. Wir werden dann kurz auch die Kreditlage checken, wenn wir am Ziel sind, nachdem wir abgeladen haben. Wenn ich nicht vergesse zumindest. Berg. Flagstaff ist auch schon angeschrieben, da links. Da werden wir noch vorbeibraten bei dem. Okay, der fährt ja ab. Auch gut. Ne, fährt er nicht, der ist nur rübergefahren, obwohl die Spur wieder zusammenläuft. Kann man natürlich auch machen. Ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber gut. Ach nee, die überhaupt nicht mehr. Denn wir fahren davon eh schon ab. Denn wir sind da, den Moment. Aha, da kommt ein Zug vorbei. Weiß auch schon. Erster Aufenthalt in Flagstaff, cool. Alter, da bin ich bei Rot links ab, ich glaube ich spinne. Ich glaube, ich mein Schwein pfeift oder so irgendwie, ne? Gibt's ein Strichwort? Ein Strichwort, ja genau. Ein Sprichwort wollte ich sagen. Da links können wir eine Garage entdecken, so wie es aussieht. Schauen wir uns dann gleich danach an. Ah ja.
Wenn weiter mal jetzt keiner steht, kann man das schon so machen. Alter Schwede, der ist wirklich lang. Warte mal kurz. So. So müssen wir drehen. Wenn wir da daneben einparken müssten, wäre es perfekt. Das Problem ist, der Schmäh mit dem Abkuppeln und wieder Ankuppeln funktioniert jetzt logischerweise nicht mehr mit dem Advanced Coupling, ne? Nein. Schieben wir noch ein Stückchen so an und drücken dann so rein. Naja, gut genug. Oha! Auf dem halben Weg Richtung Level 15. So. Dann schauen wir uns die Werkstatt da links an. Wir müssen ja sowieso schlafen. Ist aber ein Peterbilt-Händler. Passt sehr gut, da kann man gleich schlafen gehen. Zumindest theoretisch. Nanu? Praktisch stehen wir aktuell genau mit drauf. Gut. Ist mir gerade etwas suspekt. Dann fahren wir nach da vorne unten. Ihr lässt uns nicht schlafen. Da vorne ist dann nochmal eine Werkstatt links. Da werden wir es versuchen.
Ach so, ist schon drüben, na gut. So. Da wird man uns ja wohl schlafen lassen, hoffe ich. Geht doch. Dann wollen wir noch kurz schauen wegen den Finanzen. Ah ja, den haben wir noch. Wenn ich 100.000 dazu aufnehme, sind wir bei 236. Naja, geht sich noch nicht aus. Gut, dann schlafen wir erstmal. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play American Truck Simulator. Ist dann doch nicht gleich darauf aufgenommen worden, ist ein wenig wieder her. Da ich noch eine Aufnahme herumliegen hatte, ist mir irgendwie abhanden gekommen. Naja, in der letzten Folge sind wir ja von Oakland nach Flagstaff gefahren mit Tafelgeschirr, und heute schauen wir mal, was wir Frachtmarkt finden. Frachtmarkt. Mir wäre natürlich was. Flagstaff Page 2000, das ist aber nur eine Kurzstrecke, was soll's. Upsa. So. Auf geht's, ne? Da drüben dürft's auch schon sein. Nehmen an, Voltissen ist da gemeint. Kann maximal nur falsch sein, so. Genau, dann aufschreiben, wie ihr wisst ja schon. Flagstaff. Dann Striche machen. So, Flagstaff, genau, nach Page